Seit 2018 werde ich und die Nakurapie-Akademie überwacht. Ich habe bisher nie darüber gesprochen, was uns bisher passiert ist und bisher alles immer im Alleinkampf gemeistert. Die Cassia Fistula wurde angeblich als Arzneimittel eingestuft und wir als Firma, die diese natürlich nicht als einzigste, aber eben auch in Verkehr bringt, wurden dafür bestraft. Das heißt, Cassia Fistula, Verbot gegen das Arzneimittelgesetz, Verbot gegen das Apothekergesetz, verschreibungspflichtige Arzneimittel und Menschengefährdung in hoher Zahl. Dabei ist die Cassia Fistula doch eigentlich nur eine ganz natürliche Frucht, die als Abführmittel benutzt wird, um beim Fasten den Darm natürlich zu entleeren und eben keine Chemie und keine Bittersalze zu verwenden. Ja, wir nehmen sie einfach zum Fasten. Wir reinigen damit unseren Darm. Wir nehmen sie, um Entgiftungsanwendungen zu unterstützen. Wir nehmen sie auch, weil sie gut schmeckt und den Stoffwechsel anregt. Und dafür wächst sie in der Natur auch und sieht eben auch aus wie unser Darm. 2020 passierte der erste Polizeieinsatz mit Waffengewalt. Dabei wurde unser Laden gestürmt, die Privathäuser wurden durchsucht. Uns wurden über 30 Kundenordner unserer Kunden aus den ganzen Jahren gestohlen und über 600 Kilogramm Cassia Fistula beschlagnahmt. Ja, 2021 erfolgte der zweite bewaffnete Polizeieinsatz. Wieder wurden die Privaträume durchsucht, wieder wurde unser Laden gestürmt. Über 45 Ordner unserer Kundendaten wurden gestohlen, die wir bis heute nicht wiederbekommen haben. Unglaubliche 99.446 Euro und zerquetschte Finanzarrest wurden beschlagnahmt. Und natürlich mein Privatauto, ich hatte damals einen Land Rover Defender mit Schlafdach, wurde beschlagnahmt. Dieser wurde im Anschluss versteigert und den bekomme ich natürlich bis heute auch nicht mehr zurück. Ja, 2022 erfolgte der dritte unbewaffnete Polizeieinsatz. Diesmal war die Finanzkripo bei uns in den Seminarräumen und pfändete noch einmal einen Finanzarrest in Höhe von über 80.000 Euro. Und da wir kein Geld mehr hatten, haben sie unsere Geschäftskonten geplündert. Daraufhin wurden uns dann auch die Konten gekündigt und wir haben auch dieses Geld bis heute nicht mehr erhalten und leiden seitdem auch sehr stark unter diesen wirtschaftlichen Einschränkungen. Nein, die Ermittlungen liefen seit 2017. Zwischen 2017 und Ende 2022 gab es die ganze Zeit nur Finanzarreste und Warendiebstähle. Wir haben nicht eine Gerichtsverhandlung erlebt. Erst am 31.01.2023 wurden wir per Anklage, Urteil und Gerichtsverhandlung hochgenommen. Ich wurde per Urteil bestraft zu 2 Jahren Gefängnis. Diese Gefängnisstrafe wurde auf 3 Jahre Bewährung festgesetzt. Ich habe eine unglaubliche Geldstrafe von über 179.000 Euro auferlegt bekommen, muss 5.000 Euro bezahlen an einen Alkoholikerverein im Landkreis Sonneberg und die Cassia Fistula gilt seitdem per Urteil als Arzneimittel und darf als normale Frucht nicht mehr verkauft werden, da sie eigentlich dem Arzneimittelgesetz unterliegt, dem verschreibungspflichtigen Gesetz unterliegt und nur von Apothekern oder verschrieben werden, auch verkauft werden. Das heißt, mein Auto ist weg, wir dürfen die Cassia nicht mehr als Lebensmittel verwenden, obwohl es eigentlich nur ein Abführmittel ist und man meint, der Sache damit ein Ende zu setzen. Dem ist leider nicht so. Natürlich haben wir Einspruch gegen dieses Urteil eingelegt. Das heißt, wir konnten damit erst einmal dieses Urteil außer Kraft setzen. Die Finanzarreste sind jedoch alle passiert und weg. Und wir kämpfen seit 2018 gegen dieses Unrecht, dass Früchte mit ihren natürlichen Funktionen mit Arzneimitteln gleichgestellt werden können und damit verboten werden. Das heißt, wenn Sie mit diesem Musterprozess durchkommen, können Sie in Zukunft andere Früchte, andere Elemente aus der Natur genauso verbieten. Deswegen ist es so wichtig, so einen Musterprozess in seiner Entstehung zu zerstören, darin einen Freispruch zu bekommen und damit auch die Cassia Fistula sowie andere Arten dieser Gattungen zu retten. Das ist ja das Skurrile, leider nicht. Cassia gibt es überall zu verkaufen, alle Händler, keiner hat je eine Disziplinarmaßnahme bekommen, außer wir. Keiner hat je ein Verbot bekommen. Außer wir. Keiner hat jeden Finanzarrest bekommen oder ähnliche Strafen, außer wir. Und das zeigt uns deutlich, dass es hier gar nicht nur um die Cassia Fistula geht, sondern
gegen das Unternehmen, was wir führen, Gesundheit als Recht der Menschen zu vermitteln und selbstverantwortlich in Anspruch zu nehmen. Man versucht also hier Firmen zu akkreditieren, in den Boden zu stampfen, wirtschaftlich zu ruinieren, weil man ihnen eigentlich sonst nichts antun kann. Und deswegen nutzt man eben solche Dinge, die so ein bisschen zwiespältig sind, dafür zu benutzen, um solchen Firmen wie uns Schaden zuzuführen. Wir benötigen eigentlich von jedem Hilfe, der uns kennt, der unser Gesundheitszentrum kennt, der mit der Cassia Fistula arbeitet, der weiß, was die Naturapie macht, wofür sie steht und der damit helfen kann, dass solche Gesundheitszentren auf die Beine kommen, überleben können und Menschen die Möglichkeit bieten, in alternative Gesundheit zu kommen, uns finanziell dabei zu unterstützen, dass wir auch das Seminarzentrum sichern können und dass wir diese schweren Gerichtsverhandlungen führen können, um am Ende darin in Berufung auch zu siegen. Unser größtes Problem ist, dass wir die Naturapie-Akademie und das Gesundheitszentrum nicht mehr weiter oder fertig bauen können, weil man uns privat wie firmentechnisch die ganzen Gelder per Finanzarrest einfach weggenommen hat. Und somit können wir uns auch schwer für das Recht der Cassia Fistula in Zukunft einsetzen, dass das Grundrecht für jeden Menschen, dies selbst zu entscheiden, auch nicht mehr möglich wird und damit natürlich auch in Zukunft andere Früchte und Einnahmeempfehlungen schlichtweg verboten werden. Ganz einfach per PayPal oder per Direktüberweisung, aber ganz wichtig als Privatspende, dass wir dieses Geld als Schutz für den Bau der Naturapie und des zweiten Seminarhauses für diese Menschen da draußen und für diese Gerichtsverhandlungen investieren können. Mehr Infos, die ganze Story, alle Dokumente von der Staatsanwaltschaft, den PayPal-Link oder die Daten zur Direktüberweisung findest du auf unseren Webseiten www.cassia-verbot.de oder www.naturapie.de/cassia-retten. Und bitte schaut euch die ganze Story einmal an.